Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es gibt noch einen von Sephora und zwar den Wishing You Eigenmarken großen Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ja letztens erst mit euch, also Fun Fact, also das Video geht heute online, von dem Kläppchen-Adventskalender der Eigenmarke Sephora ausgepackt. Den fand ich ja solide. Und jetzt ist hier noch einer, ne? Der ist mit einem Preis von 69,99 unterwegs, was ganz schön viel ist, meiner Meinung nach. Aber gut, wir ne, werden uns den gleich einfach mal reinziehen. Kann man aufklappen, hat man hier ein relatives weihnachtliches Muster. Nein, eigentlich eher weniger. Ne? Gut, es ist so ein bisschen mistelzweigmäßig hier. A nice discovery steht hier und ja, dann gehen wir mal auf Entdeckungsreise. Starten wir einfach mal mit der Nummer 1, die sehr, sehr leicht ist. Die wilde Reise startet mit einem Sephora Black Ink Classic Leinfeld Liner. Genau, 12 Stunden Halt. Also das ist ein ganz klassischer Eyeliner von der Sephora Eigenmarke. Die Schminkprodukte von Sephora sind auch gar nicht mal so günstig. Wir haben hier auch eine relativ lange Spitze. Da bin ich gespannt, ob ich damit umgehen kann. Aber Eyeliner verwende ich super gern. Deutlich schwerer ist tatsächlich jetzt hier die Nummer 2 und es steht an der Seite so eine kleine Info drauf, was drin sein könnte. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man den halt wirklich weiter befüllen möchte. Hier habe ich jetzt von Sephora Renforce Strengthens Super Hardener 10 ml. Also das ist ein Nagelhärter. Sowas finde ich gut, das kann man gut gebrauchen. Nagelhärter ist eine wichtige Kiste, dass die Nägel halt nicht so brüchig werden. Ne? Das ist gut. Auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir ein Tübchen drin enthalten und selbstverständlich haben wir hier nicht nur dekorative Kosmetik in dem Adventskalender, sondern auch Pflege. Und das hier ist eine Hyaluronsäurecreme, glaube ich, All Day Hydrator, Hydrate and Glow, also soll hydratisieren und Strahlkraft geben. 96% sind natürliche Inhaltsstoffe, das ist nicht parfümiert und wir haben 30 ml hier drin. Da kommt man auf jeden Fall eine Weile mit hin, das kannst du morgens und abends anwenden. Und Hyaluron ist tatsächlich etwas, was man halt auch immer gut gebrauchen kann. Ne? Ich weiß jetzt nicht, woher der Glow dann kommen soll. Das ist jetzt hier auf den ersten Blick nicht ganz so erkenntlich, aber finde ich schön. Die Nummer... Nein. Hier habe ich jetzt die Nummer 4. Ei, okay, ein Füllprodukt ist am Start und zwar eine Pinzette. Und zwar von Sephora selber. Ja, Pinzetten kann man gut gebrauchen. Ich beschwere mich nicht über Pinzetten, weil im Prinzip haben wir bei uns zu Hause meistens zu wenig davon, weil mein Freund Lego baut und da ab und an mal Pinzetten braucht. Ich brauche Pinzetten, jeder braucht hier Pinzetten. Sammy braucht ab und an auch mal eine Pinzette, die er natürlich nicht selber anwenden kann, aber die bei ihm angewendet wird. Ja, ist solide, ist recht schwer, ne? Ist jetzt nicht so super billo. Da muss man halt einfach nur schauen, wie die dann von der Qualität ist, wenn es wirklich darum geht, mal Augenbrauen zu zupfen oder sonst irgendwie was zu machen. Die Nummer 5. Der Tag vor Nikolaus. Oh, dekorative Kosmetik und Hallöchen. Das ist von Sephora Colorful Matte. Das ist ein Blush. Schön. Was habt ihr denn? Lovesick Nummer 22, langanhaltend, 3,5 Gramm. Verpackung ist jetzt nicht beautiful, aber pragmatisch. Ist ein schöner Move-Ton. Müsste ich sogar eigentlich irgendwo da haben. Ist sogar sehr, sehr dunkel. Wow, das ist knallig, ne? Das ist intensiv, hat sogar einen Spiegel mit drin. Gut? Ja, gut. Nikolaus, die Nummer 6, fühlt sich extrem leicht an. Oh. Oh. Also Sephora hat gute Pinsel. Das ist jetzt Eyeshadow. Also quasi einfach ein Smudger oder Augen. Also Eyeshadow-Auftragepinsel. Das sind das 6. Wie uncool irgendwie. Die Nummer 7. Hier haben wir ein klassisches Produkt drin, was so in einem Adventskalender auch erwartet wird. Das ist ein Cream Lip Stain in Rot, die Farbe 01, 5 ml. Dürfte ja quasi eine Full Size sein. Das ist ein schönes weihnachtliches Rot, passt auf jeden Fall. Also ich persönlich, so ganz persönlich, hätte 6 und 7 einfach getauscht, weil so einen komischen, öseligen Pinsel, ne, dann nimmt sie doch lieber. Wird in Frankreich Nikolaus gefeiert? Weiß ich gar nicht. Doch eigentlich schon, oder? So, die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht.
Hier haben wir ein Tübchen drin und es ist ein Hand Cleansing Gel. Yay! Kokosnusswasser 30 Milliliter, sowas kann man natürlich gebrauchen, aber ich habe es übers ganze Jahr gesagt und ich sage es jetzt auch immer wieder. Ich möchte solche Produkte einfach nicht in Beautyboxen drin haben und ich möchte es auch nicht in einem Adventskalender drin haben. Wir wissen alle, dass da gerade eine Pandemie immer noch im Gange ist und das ist halt echt, ne, auch vielleicht noch ein bisschen länger anhalten wird, aber da möchte ich nicht am 8. Dezember in meinem Adventskalender daran erinnert werden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, aber für mich sind diese Hand Cleansing Gels die Zahnpasta von heute. So, ich bin jetzt etwas brummig und hoffe, dass wir uns jetzt über die Nummer 9 etwas mehr freuen können. Ist auf jeden Fall riesig, ne? Kann man nicht anders sagen. Das ist auch vollkommen pickpack voll. Okay, ja, auch das begegnet uns jetzt ja dieses Jahr genauso wie letztes Jahr, aber es ist ein wertiges Produkt. Ein Rosenquarz Facial Roller, da hast du den Roller mit dabei, da hast du das Täschchen mit dabei. Das sieht doch super aus. Also sowas packt man gerne in einem Adventskalender aus und freut sich darüber, so ein schönes Produkt drin zu haben. Damit kannst du Gesichtsöle einarbeiten, du kannst damit eine Gesichtsmassage machen. Hier steht auch ganz schön beschrieben, wie man das machen kann und was es dann halt auch in dem Sinne bewirkt. Also das ist ein Produkt, was in einem Adventskalender mega gut aufgehoben ist. Warum sowas nicht in die Nummer 6? Ich meine, dann hätte man die Nummer 9 einfach umdrehen können. Sieht doch aus wie eine 6. Mal gucken, wie es jetzt mit der Nummer 10 weitergehen wird. Ich sehe, glaube ich, eine Maske. Und Masken von Sephora finde ich immer nice. Also die gefallen mir wirklich gut. Ja, und hier habe ich eine Gesichtsmaske mit Pampelmuse, also mit Grapefruit, 95% natürliche Inhaltsstoffe, ist eine komplette Gesichtsmaske. Das finde ich schön, ne? Kann man gut gebrauchen. Ja, die sind immer so, ich mag das Vlies auch gerne von denen. Ich mag, dass es so richtig auch feuchtigkeitsspendend ist und so. Mag ich. Das ist jetzt tatsächlich Purifying and Perfecting, also ne, 5 Minuten musst du die nur drauf lassen. Das klärt halt, aber sowas kannst du auch gut gebrauchen vor Weihnachten mit den ganzen Süßigkeiten und so, die man sich gibt. Klein, aber hoffentlich fein wird die Nummer 11 sein. Das ist unsere erste Schnapszahl. Es ist ein Monolidschatten und der kommt in meinen Monolidschatten-Adventskalender, den ich für euch packe. Ja, weil ich keine Monos verwende. Colorful Metal Effect haben wir hier drin. Das ist die Farbe 03 Pinkelicious. Also hübsch, definitiv. Ne? Sieht auch wirklich sehr, sehr schimmernd aus, sehr metallisch. Ich glaube, da wird sich jemand drüber freuen, der halt wirklich auch so eine Affinität für Monolidschatten hat. Und deswegen gut. Die Halbzeit Nummer 12 ist ganz schön schwer. Oh, wir haben ein Serum hier drin und zwar Vitamin C und E Super, nein, Ultra Glow Serum, 15 Milliliter. Ja, ne, Vitamin C ist dafür da, um halt wirklich da so Pigmentflecken oder Hautunebenheiten, wenn du so Pickelmal und sowas hast, aufzuhellen und an den regulären Teint anzugleichen. Und Vitamin E ist das wundervolle Schönheitsvitamin, was einfach Schönheit gibt. Ich habe keine Ahnung, warum Vitamin E das Schönheitsvitamin ist. Einfach so. Und das kannst du morgens auf dein Gesicht geben und das soll dann wohl gut funktionieren. Ne? Ja, finde ich schön. So eine Pipettengeschichte ist auch wirklich aus Glas. Sieht alles recht fein aus. Von daher mag ich das gleich. Schauen wir mal in die zweite Hälfte. Doch, da ist was drin in der Nummer 13. Ich dachte schon. Colorful Contourieux. Leute, das finde ich gut. 12 Stunden halt, waterproof. Hier haben wir nämlich mal keinen schwarzen Augenumrandungsstift, sondern einen braunen in der Farbe 13 Tiramisu. Das muss ich doch jetzt mal einfach loben, oder? Ohne Flachs. Wir hatten Adventskalender, da hatten wir 3 oder sogar 4 Augenumrandungsprodukte in schwarz drin, in verschiedenen Konsistenzen und Applikationsformen. Und hier haben wir einmal einen schwarzen Eyeliner drin gehabt und dann hier einen braunen Kajal. Mensch, finde ich gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute auch einen braunen Eyeliner drauf. Das ist dann halt einfach nicht so hart und manchmal mag man das einfach auch lieber. Deswegen finde ich das gut. Tolles Produkt. Lobenswert. Mal schauen, ob ich die Nummer 14 auch so in den Himmel loben werde. Oh, guck mal, da haben wir auch wieder eine Maske drin. Das ist aber so eine Haarmaske. Wie geil ist das denn? Eine Overnight-Haarmaske, die werde ich nicht verwenden, weil ich finde es jetzt ja schon so super. Also für mich ist Schlafen immer so eine ganz verrückte Kiste seit ungefähr April. Da
kann ich nicht wirklich schlafen. Seitdem ich irgendwie so verinnerlicht habe, dass ich schwanger bin, kann ich nicht mehr wirklich schlafen. Bald schlüpft mein Mr. Bauchi, dann werde ich auch nicht mehr so gut schlafen können. Und dann werde ich nichts tun, was meinen Schlaf, wenn ich ihn dann finde, in irgendeiner Art und Weise verschlechtern könnte. Und das ist halt bei solchen Haarmasken immer schwierig. Man kann sowas aber auch über Tag drauf lassen, ist ja Pelle, ne? Also auf jeden Fall ist es so eine Haarmaske mit Mango, die du dir drauf machen kannst. Fortifying and Anti-Breakage, also soll halt quasi die Haare stärken und vor Haarbruch schützen. Da hast du nämlich hier so eine Creme, halt die Maske, ne? Und dann hier diese Cap, die du dir drüber machen kannst. Du lässt es hier über Nacht drauf, aber wie gesagt, du kannst es auch über Tag einfach drauf lassen. Und ich bin halt, wenn ich jetzt so meine Buchhaltungstage habe, ist mir das ja vollkommen Pelle, wie ich aussehe. Da kann ich mir dann auch über Tag einfach diese Haarmaske mit Cap drauf machen. Sieht ja nur mein Freund. Und dementsprechend ist es dann ja auch vollkommen egal. Und der Briefträger, oh ja, oh, der tut mir jetzt schon leid, aber ne, kann ich theoretisch verwenden. Ich finde es aber ehrlich gesagt cool, dass wir so ein Haarprodukt hier drin haben. Ne? Es ist halt witzig. Die Nummer 15 ist sehr leicht. Mal wieder. Da bin ich ja immer so ein bisschen zurückhaltend, ne? Oh, das hatten wir. Ja, vielleicht hatten wir das ja auch schon in einem anderen Adventskalender von Sephora drin. Das ist so ein kleines Schwämmchen. Da war ich mir tatsächlich auch gar nicht so sicher, welchen Preis ich dafür ansetzen sollte. Hatte bei dem anderen Adventskalender, ich glaube, 9,99 Euro oder so genommen. Mache ich dann jetzt auch wieder. Der fühlt sich wirklich toll an. Schön weich. Ich habe den noch nicht ausprobiert. Habe den hinter mir in der Schublade drin. Finde ich aber klasse, dass der mit dabei ist. Denn Schwämmchen ist etwas, was man halt auch wirklich verwendet. Ne? Also man blendet damit die Foundation ein und ich finde das gut, als Tool mit da drin zu haben. Doch, besser als so ein öseliger Pinsel in der 6. Wobei der Pinsel an und für sich ja wahrscheinlich gut ist, aber schwierig. Die Nummer 16. Was haben wir hier? Einen Gloss. Glossed. Okay, ja, und der ist halt richtig klar. Ein ganz normaler, klarer Gloss. 5 ml in der Farbe Boss 01. Jo, ne? Das ist ja einfach ein schöner Gloss. Ich hoffe, dass er nicht klebt. Weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen. Der wird aber weiter wandern, weil ich habe super viele durchsichtige Glosse. Aber ich finde an und für sich in einem Adventskalender so ein klarer Gloss echt gut aufgehoben. Eine Woche vor Heiligabend haben wir den 17. Dezember, Leute. Ne? Und der ist ganz schön schwer unterwegs. Oh, hiermit können wir auf jeden Fall unser Make-up unternehmen mit Zink. Ein Triple Action Cleansing Water ist mit Micellen, deswegen werde ich das nicht verwenden. 50 ml sind hier drin. 90% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs bei Micellenwasser. Ich sage es immer mit dabei. Wascht euch das tatsächlich auch immer runter. Ne? Micellen sollten nicht auf dem Gesicht verbleiben. Einfach, weil sie das nicht sollen. Googelt das, falls ihr wissen wollt, warum das so ist. Habe ich jetzt schon öfters mal gehört. Und da steht auch super häufig drauf, dass man es abspülen sollte. Hier steht zwar drauf, ohne abspülen. Ich würde es abspülen. Ich mache ja sogar auch Masken, die man nur abwischen soll. Auch mit Wasser runter. Ne? Aber das ist halt immer so eine Sache. Macht, wie ihr das selber möchtet. Ich habe einfach für mich so in den letzten Jahren gemerkt, was bei mir bei Hautpflege halt gut funktioniert. Ich habe eine sehr sensible Haut und habe da einfach meine Kniffe mittlerweile gefunden. Zink ist auf jeden Fall ein Inhaltsstoff, der, wenn er auf der Haut verbleibt, ein guter Inhaltsstoff ist, weil er so entzündungshemmend wirkt. Und ich persönlich stehe auch total auf Zink und habe auch schon öfters mal Zinksalben oder so verwendet, um so Narbenbildung vorzubeugen, beziehungsweise wenn Narben da waren, dass ich die abschwächen konnte. Ne? Deswegen, also Zink kann ich auch immer sehr gut empfehlen. Deswegen ist es auch schön, dass es mit drin ist. Es wird dann wahrscheinlich auch so ein bisschen hautberuhigend wirken. Endspurt, die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir ein Tüpchen drin. Was ist das denn für ein Tüpchen? Eine Handcreme mit Wassermelone, 30 ml. Ich mag Wassermelone. Handcremes, da finde ich auch eine pro Adventskalender vollkommen in Ordnung, weil so gerade zur ja, Adventszeit, ne, zum Winter hin, da hat man trockene Hände. Da kann man das gut gebrauchen. Das mache ich gerne leiden. Das ist gut. Ein schönes Produkt. Ganz schön viele kleine Böckschen sind jetzt hier am Start, Nummer 19. Ach, guck mal, hier haben wir dann unseren klassischen roten Nagellack mit drin. Das muss halt auch irgendwie sein, ne? Ja, was? L123 ist das. My Superhero, yo. Das ist auf jeden Fall auch so ein Klassiker. Erwartet man in Adventskalendern. Roter Lippenstift oder rotes Lippenprodukt, rotes Nagelprodukt. Läuft. Ui, wir sind im 20er-Bereich. Die Nummer 20 enthält
ein Lippenpflegestift. Auch das ist so ein Klassiker, muss ich sagen. Ne? Okay, das ist der Coconut Lip Balm mit 3,5 Millilitern. Und ja, Kokosnuss und ich sind jetzt nicht so die allerbesten Freunde. Jetzt in der Schwangerschaft hat sich mein Geruchssinn so ein bisschen verändert. Dementsprechend mag ich Kokos auf einmal. Wird sich wahrscheinlich ändern, wenn Mr. Bauri schlüpft. Und dann ist das wieder weg. Ja, aber es ist gut. Viele mögen Kokos. Lippenbalsam kann man auch gut gebrauchen, weil Lippenpflege auch wichtig ist. Denn wenn ich so an den Winter denke, wenn es halt so rattenkalt ist, dann habe ich auch so aufgesprungene Lippen und mir ist dann immer so, boah, ne? Und dann ist so Lippenpflege auch immer gut. Gut, gut. Es wird größer mit der Nummer 21. Oha, guck dir das mal an. Also da wurde mal endlich eine Box auch vollkommen ausgefüllt. AHA, also ja, Fruchtsäure ist das, ne? Firming Sleeping Cream, Firming and Revitalizing, 95% natürliche Inhaltsstoffe, 50 Milliliter. Das ist mal ein ordentliches Pöttchen, Leute. Das finde ich richtig gut, dürfte dann auch in dem Sinne eigentlich in eine Full Size sein. AHA, Fruchtsäure, ist jetzt hier aus der Zitrone und Orange wohl gewonnen, steht hier drin. Und das finde ich klasse. Kann ich in der Schwangerschaft nicht verwenden, weil zu sensible Haut, aber so nächstes Jahr. Genau, und das kann man halt abends gut verwenden. Man sollte aber auch im Winter dann darauf achten, dass man morgens dann einen Lichtschutzfaktor verwendet, weil alles, was du mit Säure machst, ne, peelt die Haut ja auch ein Stück weit und das gibt dir natürlich einen gewissen Glow, wenn du es ja regelmäßig anwendest. Da würde ich tatsächlich auch darauf achten, das nicht unbedingt jeden Tag zu verwenden und vorsichtig damit zu starten. Aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile, weil ich euch das immer wieder mit auf den Weg gebe. Auf jeden Fall ist hier halt die Sache, dass du dann morgens auf jeden Fall einen schönen Lichtschutzfaktor drauf machst, damit die Haut halt auch ja, sich gut regenerieren kann. Ne? Weil ansonsten arbeitest du dann ja an der gereizten Haut mit Sonne und das funktioniert halt meistens nicht ganz so gut. Und das ist dann nicht nur bei sensibler Haut schwierig, die ich habe. Ja, aber finde ich gut. Mutiges Produkt, cooles Produkt, nett. Kommen wir zur zweiten und letzten Schnapszahl. Die Nummer 22 ist jetzt hier am Start. Die fühlt sich auch wieder sehr, sehr leicht an. Ach süß, da hat jemand aber schön was zusammengefaltet hier. Augenpatches, die musst du auch nur 5 Minuten drauf lassen. Auch wieder Wassermelone. Ich liebe Wassermelone. Ja, und die sollen hydralisieren. Die habe ich in einem anderen Adventskalender letztens drin gehabt. Habe ich drauf gemacht, habe ich gerne gemocht. ja, das sind sehr, sehr schöne Augenpatches. Ich mag die gerne leiden, finde die klasse und bin froh, dass sie drin sind. Dann kann ich die nämlich jetzt demnächst nochmal verwenden. Schauen wir mal, was wir am Tag vor Heiligabend machen dürfen, am 23. Dezember. Hallo, Füllprodukt. Das sind zwei wiederverwendbare Abschminkpatches, Pads, die man safe gut gebrauchen kann. Also ne, kann ich sehr empfehlen, sowas zu verwenden, finde ich 5 Milliarden mal besser als Wattepads. Ich habe da auch relativ viele mittlerweile von, dass ich halt immer welche dann auch bei mir in der Schublade habe und dann ne, auch welche in der Wäsche und so, also dass ich da halt immer gut mit klarkomme. Ja, das ist halt jetzt so Lala-Produkt, oder? Ja, kannst du halt mit einem Abschminkprodukt verwenden und dich drüber freuen, zum Beispiel hiermit, ne? Läuft. So, jetzt habe ich hier Heiligabend, 24. Dezember. Safe ist da eine Mascara drin, oder? Hört sich so an, fühlt sich so an vom Gewicht her. Und es ist tatsächlich die Big by Definition Mascara Volumizing and Lash Multiplying Effect. Das ist einmal diese hier. Auch die habe ich schon da. Das hat ein Faserbürstchen. Das heißt, die Originalgröße wird dann demnächst mal weiter wandern, weil ich habe sie in der kleinen Größe schon da. Ja. Faserbürstchen, was vorne so leicht spitz zusammengeht, aber eigentlich relativ gerade ist. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Finde ich aber sehr passend für eine Nummer 24. Und das war jetzt hier der Sephora Eigenmarken-Adventskalender in Boxenvariante. Also, der kostet 69,99. Ich denke, auch werttechnisch liegen wir hier ganz gut auf. Mr. Bauri tritt mich, deswegen muss ich ihn kurz festhalten. Wir haben ja auch den Kläppchen Sephora Eigenmarken Adventskalender für 45 Euro, den ich wirklich solide fand und den ich auch wirklich gerne mochte. Lohnt es sich tatsächlich dann die 15 Euro mehr, Quatsch, mehr, für 25 Euro mehr auszugeben, um den hier zu kriegen? Nö. Nö. Da holt euch lieber den Kläppchen Adventskalender, das sage ich euch so. Müsst ihr aber letztendlich selber entscheiden, ne? Gut, vom Inhalt finde ich den hier auf jeden Fall auch. Ne? Auch für seine 70 Euro, die er kostet, ist er gut bestückt. Ja, schon. Also lohnt sich schon. Ne?
Schreibt mir mal in die Kommentare, welchen ihr jetzt besser fandet. Also ich finde eigentlich preis-leistungstechnisch den Kläppchen-Adventskalender besser. Bin auf eure Meinung gespannt. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Sephora Eigenmarken Boxen-Adventskalender. Wie nenne ich dieses Video? Keine Ahnung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!